Willkommen zum zweiten Part der 5M Scripting Tutorial in C#. Heute will ich euch ein paar Basics in C# zeigen, die wir für die nächsten Tutorials benötigen werden. Ein paar Basics, die eigentlich in jeder Programmiersprache so gelten, wie zum Beispiel Deklaration von Variablen, Kommentare, Arrays, Enums, Vorschleifen, also Zählerschleifen und noch ein paar andere schöne Sachen, damit ihr mal so eine Grundlagen habt für das, was wir in den kommenden Tutorials benutzen werden. Gerne würde ich euch auch ans Herz legen, mal so einen kleinen Schnupperkurs von C# zu machen, euch mal in die Basics einzulesen, zum Beispiel auf dieser Seite hier, Code Agree, und die verlinke ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, um mal kurz ein paar Beispiele, die Basics mal durchzugehen, damit wir auch in den Tutorials eine einheitliche Sprache sprechen. Ansonsten stelle ich euch natürlich wie immer alle Links unten zur Verfügung, die wir innerhalb dieser Tutorial benutzen. Wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Und wenn ihr Fragen habt, meinetwegen auch Basic-Fragen zu C#, könnt ihr gerne auf meinen Discord joinen. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dort ein Ticket aufmachen oder mich direkt anschreiben. So, wir fangen an, indem wir hier Wusel Studio 2019 öffnen. Meinetwegen auch eine neuere Version. Und dann kommt ihr zu diesem Fenster hier. So, hier können wir nach unten rechts auf Neues Projekt gehen und ein neues Projekt erstellen. Wir gehen hier bei Nach Vorlagen suchen und erstellen wieder ein .NET, diesmal eine Konsolen-App .NET Framework. Für C#, gehen noch weiter, geben hier einfach irgendwas ein, weiß nicht, Tutorial Basics, wählt einen Ort aus, ich belasse ihn einmal hier, und Framework nehmen wir das 4.5.2er.NET Framework, denn das ist das einzig gültige für 5M zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen auf Erstellen, dann wird das Projekt erstellt, das kann wieder einen kleinen Moment dauern, und wenn das Projekt erstellt wurde, öffnet sich hier unsere IDE, Wusel Studio, und es sind ein paar verschiedene Fenster aufgegangen. Einerseits hier unser Editor-Fenster, wo wir den Code editieren können. Rechts unser Projektmappen-Explorer, wo wir dann unsere Klassen zum Beispiel sehen, unsere projektrelevanten Dateien, wo wir auch mit dem Rechtsklick auf unser Projekt bauen können, neue Sachen hinzufügen können, wie neue Klassen, Verweise, Elemente. Und hier unten unsere Ausgabe, womit wir Konsolenausgaben sehen, Kompilierausgaben und weitere Hinweise in unserer Fehlerliste wie Warnungen oder Fehler, die direkt vom Compiler oder von der IDE selbst kommen. So, wir haben immer eine Standard-Programm.cs-Datei. Die wird automatisch mitgeneriert, wenn wir ein neues Projekt erstellen. Und diese hat auch einen Einstiegspunkt, und zwar unsere Main-Methode. Es gibt Methoden und Funktionen. Methoden liefern keinen Wert zurück, Funktionen liefern immer einen Wert zurück. Deswegen ist jetzt hier Main eine Methode, unsere Einstiegsmethode, und die ist static. Static bedeutet, also static ist ein Keyword in C#, und das bedeutet, dass eine Funktion, Klasse, Methode als statisch deklariert wurde, und das bedeutet, dass man davon keinen Typ instanzieren kann, also kein Objekt davon erstellen kann. Was das genau bedeutet, da gehen wir später nochmal genauer ein. Wenn wir eine Funktion erstellen, zum Beispiel public, static void Funktion und hier dann sagen return 1 und dann statt void sagen int, haben wir hier eine Funktion, die immer eine 1 zurückliefert. Das heißt, es gibt auch verschiedene Datentypen und sogenannte Zugriffsmodifizierer, die wir hier vorne deklarieren können. Diese Zugriffsmodifizierer bilden ein Beispiel aus public, private und protected. Es gibt noch ein paar mehr, wie zum Beispiel internal, protected internal, private protected, aber wir gehen nur auf diese drei ein. Das könnt ihr auch im Internet nochmal nachlesen, was es genau bedeutet. Aber public dürfte klar sein, public kann jeder aufrufen, von jeder Klasse, von jeder Unterklasse. Private kann man nur in derselbigen Klasse, wo wir gerade sind, aufrufen. Und protected heißt, dass der Zugriff auf den Typ oder Member, Funktion, nur in derselben Klasse stattfinden kann oder in einer Klasse, die von dieser Klasse abgeleitet wurde. Was heißt denn abgeleitet? Oder kurz Vererbung. Wenn wir hier eine neue Klasse erstellen, wir sagen hier oben Rechtsklick, hinzufügen, dann gehen wir auf Klasse, sagen dann hier einfach Klasse2.cs und dann können wir hier von erben. Mit einem Doppelpunkt können wir dann von der Klasse Programm.cs erben. Wir machen ohne .cs, sagen Doppelpunkt Programm,
Jetzt haben wir alle Eigenschaften von dieser Funktion. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine Funktion, die ist private, eine Funktion, die ist public. Public, wir machen alle als statisch, damit wir davon nichts instanzieren können und die auch aufrufen können. Eine ist public, auch eine int Funktion 2. Und eine ist protected, static int Funktion 3. Sagen wir hier return 3. Bei der Funktion sagen wir return 2. Jetzt gehen wir einmal in unsere Klasse .2.cs und erstellen einen Konstruktor. Ein Konstruktor heißt immer genau wie die Klasse selber, Klasse 2, und wird bei der Instanzierung eines Objektes automatisch aufgerufen. Das werden wir später auch noch sehen. Das heißt, hier müssen wir eigentlich theoretisch über die Punktnotation und indem wir den Klassennamen vorher nennen, auf diese Funktion zugreifen können. Das heißt, wir sagen hier Programm.cs, also nur Programm. Und dann sehen wir, können wir auch wieder auf Funktion 2 zugreifen, weil es public ist. Wir können auf Programm.Funktion 3 zugreifen, weil es protected ist und wir von der Klasse Programm erben. Wenn wir die Vererbung wegmachen, kriegen wir einen Fehler, da wir nicht mehr drauf zugreifen können. Und auf Programm.Funktion 1 können wir nicht zugreifen, weil die Funktion als private deklariert wurde. So, soviel zum Thema Funktionen, Zugriffsmodifizierer, private, public, protected und dem static. Oftmals kommt ja vor, dass wir Kommentare setzen wollen. Dazu bietet uns C-Sharp zwei Möglichkeiten. Entweder ein Doppelslash, das ist ein Kommentar. Oder wenn wir mehrzeilige Kommentare wollen, mit Slash Sternchen. Das Ganze endet dann auch mit Slash Sternchen. Dann können wir hier mehrzeilige Kommentare erstellen. So, wir wollen mal in der Klasse eine andere Klasse aufrufen und eine Instanz davon erzeugen und dann einmal den Konstruktor aufrufen. Das machen wir hier in dem Main. Das heißt, wir sagen hier, dass wir eine Instanz der Klasse Klasse 2 erzeugen wollen. Das machen wir, indem wir eine neue Variable erzeugen von Typ der neuen Klasse, also Klasse 2, nennen die auch Klasse 2, und mit dem New Operator, so nenne ich ihn mal, können wir eine neue Instanz erzeugen, und zwar von Klasse 2. Und da ich ja eben gesagt habe, dass wir dann auf Funktionen und Eigenschaften der Klasse zugreifen können und der Konstruktor immer automatisch aufgerufen wird, schreiben wir hier mal eine Konsolenausgabe, das was später hier unten drin stehen wird, rein. Und das machen wir mit console.writeLine und sagen, der Konstruktor wurde aufgerufen. Und erzeugen auch eine Variable hier, eine statische Variable. Und zwar sagen wir einfach public static int count gleich 0. Und dann schreiben wir noch eine Klassenfunktion, und zwar public int get count. Und die gibt uns einfach den aktuellen Count zurück. Und noch eine zweite Funktion, die auch public ist, public int, sagen wir einfach plus count, um den Count zu erhöhen. Und da sagen wir dann, count ist gleich count plus 1. Dafür gibt es mehrere Schreibweisen, ihr könnt auch sagen count plus plus oder count plus gleich 1. Jeder dieser Varianten erhöht count um 1. Wir bleiben mal bei dem Standard, count gleich count plus 1 und sagen dann, dass hier nichts returned werden soll, sondern einfach nur ein Void. Und jetzt haben wir ein paar Funktionen. Hier haben wir unsere Instanz von der Klasse. Jetzt können wir einfach sagen, Klasse 2. Plus Count. Dann dürfte Count auf 1 stehen. Und dann wollen wir Count einmal ausgeben. Klasse 2. Get Count. Wie ihr seht, haben wir eine Punktnotation hier. Wir rufen immer unsere Variable auf, unsere Instanz der erzeugten Klasse, und können damit Punkt auf die Variablen zugreifen, auf die Funktionen und auf andere Eigenschaften. Dieses GetCount wollen wir ausgeben, deswegen sagen wir hier wieder console.WhiteLine. Console.WhiteLine, geben dann hier die Funktion aus, wir können auch hier direkt eine Funktion reinschreiben. Bei WhiteLine drücken STRG S
und gehe mal hier oben auf Starten. So, wir müssen natürlich noch was einbauen, damit sich das Fenster nicht direkt ändert. Wir sagen hier noch console.readKey. Damit können wir einen Read, einen Key lesen. Der wartet so lange, bis wir einen Key eingeben. Das können wir hier mal abusen für unsere Funktion. Wir sehen, wir erzeugen nur eine Instanz der Klasse, rufen den Konstruktor nicht selber auf. Der Konstruktor wird direkt aufgerufen. Dann wird die Count-Variable um 1 erhöht, steht auf 1 und wird ausgegeben. So können wir dann mit anderen Klassen zum Beispiel arbeiten. Sehr, sehr wichtig sind auch Variablen und die dementsprechenden Datentypen. Es gibt dann zum Beispiel, was wir sehr oft benutzen werden, sind Objekte, also ein Object. Das kann verschiedenes sein, zum Beispiel eine Klasse oder ein Integerwert. Meistens nutzen wir Klassen direkt und deswegen kann ein Datentyp auch die Klasse selber sein, also Klasse 2. Aber es gibt primitive Datentypen, wie zum Beispiel ein Int, eine ganze Zahl, dann ein String, eine Zeichenkette, also ein Character ist dann ein Char. Dann gibt es Wahrheitswerte für Boolean oder kurz Bool. Dann gibt es Gleitkomma-Stellenzahlen, einmal für die genauen Double und für ungenaue gibt es dann noch Float. Und ja, es gibt noch einige mehr, aber wir werden meistens nur diese hier verwenden. Und Variablen können deklariert werden auf Funktionsebene, auf Klassenebene, für Klassenvariablen. Ich zeige es euch mal anhand von einem Beispiel von Funktion 3. Wir definieren eine neue Variable in einer Funktion. Dazu brauchen wir immer für die Initialisierung einen Datentyp, wie zum Beispiel int, der Variablename, ganze Zahl. Und dann können wir zum Beispiel direkt mit dem Gleich eine Initialisierung festlegen wird für einen Wert, zum Beispiel 5. Oder wir können später sagen, ganze Zahl gleich 7 oder 6. Und dann können wir mit der Zahl weiterarbeiten. Zum Beispiel sagen, ganze Zahl plus gleich 5 oder ganze Zahl gleich 0. Können wir die ausgeben und so weiterarbeiten. Das Ganze geht natürlich mit den anderen Datentypen auch. Nur müssen wir natürlich bei String sagen, dass wir keine Addition machen, sondern eine Konkatenierung. Das heißt, wir fügen zwei Strings zu einem zusammen und das geht auch mit dem Plus-Operator, weil der überladen wird. Aber das ist ein Thema für ein nächstes Tutorial. So, wir haben die Funktion, wir haben Konsolenausgaben. Ich würde uns gerne noch kurz mit Schleifen beschäftigen, Arrays und Enums. Ich würde sagen, wir fangen kurz mit Schleifen an. Das geht ganz einfach. Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen in unseren Konstruktor, und hier mal eine Schleife erstellen. Eine Schleife erstellen wir mit for, also eine Zählerschleife. Dann kommt die Initialisierung, dann die Bedingung, dann die Wertveränderung. Die Initialisierung ist dann int i gleich 0. Dann ist unsere Bedingung, i ist kleiner als 3 zum Beispiel. Und die Wertveränderung ist i++. Dass bei jedem Schleifendurchgang i um 1 erhöht werden soll, bis es unsere Bedingung erreicht hat und dann abbrechen soll. Dann sehen wir auch hier, wenn wir hier einfach mal sagen, console.whiteline, und dann sagen wir, i ist, machen wir hier einen Platzhalter. Platzhalter in C-Sharp können wir machen, indem wir vor dem String ein Dollarzeichen setzen. Dann können wir nämlich in geschweiften Klammern Platzhalter verwenden, können jetzt hier die Variable i benutzen und uns pro Schleifendurchgang i ausgeben lassen. Da der Konstruktor automatisch aufgerufen wird, können wir einfach einmal starten. Und wir sehen dann hier, i ist 0. I ist 1, I ist 2, dreimal durchgelaufen und I wurde bei jedem Durchgang um 1 erhöht. Das machen wir natürlich, das werden wir natürlich sehr, sehr oft verwenden in dieser Tutorial-Reihe, um zum Beispiel über alle Spieler zu loopen, um über alle Fahrzeuge zu loopen, um über alle Blips zu loopen und so weiter. Da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Meistens werden wir dafür for each verwenden und dazu zeige ich euch nämlich einmal jetzt Arrays und Enums. Enums sind sehr oft vertreten. Das sind sozusagen Aufzählungen. Davon gibt es auch sehr, sehr viele in den Basics von 5M, zum Beispiel Aufzählung aller Fahrzeuge. Und Arrays sind ja Datentypen, wo mehrere Werte reinpassen, also Felder sozusagen. Das heißt, wir definieren hier mal ein neues Array und sagen, wir wollen ein Int-Array. Arrays definieren wir mit diesen eckigen Klammern. Und dann kommt ein Array-Name, dann sagen wir wieder New, der Datentyp kommt und dann die Größe des Arrays, ich sage jetzt mal 3.
Dann können wir Arrays direkt initialisieren, indem wir hinterher mit diesen geschweiften Klammern arbeiten, zum Beispiel 5, 6, 3. Oder wir können die Arrays befüllen, indem wir direkt auf die Felder zugreifen. Und dann sagen wir Array, dann können wir hier einen Index ansprechen, zum Beispiel 0, und sagen dann hier 7. Und das geht natürlich von 0 bis 2, weil wir drei Felder haben. Und Arrays fangen immer bei 0 an. Jetzt kommt das Interessante, unsere For-Each-Schleife, die ich eben genannt habe. Dazu fangen wir mit dem For-Each an. Und da schreiben wir immer einen Wert am Anfang, zum Beispiel einen Int-Wert. Und sagen dann in Array, das heißt, der durchloopt den Array-Wert über unseren Int-Wert. Und der Int-Wert ist dann unsere Variable, die wir hier benutzen. Und dann können wir nämlich einfach sagen console.whiteline und geben einfach nur Wert aus. Und wir werden sehen, dass Wert bei jedem Schleifendurchgang einen anderen Wert zugeordnet bekommt. Hier 5, 6, 3 oder da wir das geändert haben, 7, 6, 3. Lassen wir nochmal durchlaufen. 7, 6, 3. Wir sehen, Wert bekommt immer einen anderen Wert. Das sind meiner Meinung nach vereinfachte Schleifen. Und so werden wir auch auf Objekte oder Objekte durchloopen, Arrays durchloopen oder auch Enums durchloopen. Thema Enums schauen wir uns nochmal direkt an. Ich definiere mal hier oben ein Enum. Und zwar, Enums fangen an mit Enum. Dann können wir sagen, Größe zum Beispiel. Dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und dann können wir hier Sachen machen. Zum Beispiel können wir reinschreiben, klein, mittel, groß. Standardmäßig fangen Enums auch bei 0 an. Das heißt, klein hat den Wert 0, mittel 1 und groß 2. Und somit können wir dann nämlich Aufzählung sagen und haben dann nicht immer die Werte hier, zum Beispiel 0, sondern klein. Können da nämlich auch im Code dann drauf zugreifen. Wenn wir dann zum Beispiel hier unten sagen, wir greifen darauf zu mit, da können wir nämlich einfach zugreifen mit Größe und dann können wir einfach sagen, zum Beispiel gleich Größe.mittel und so könnten wir das ja im Code verwenden. Müssen nicht immer sagen, wie können wir mit anderen Zahlen auch arbeiten, wir können mit 5000 anfangen, Größe ist gleich 5000. Sondern Größe ist gleich Größe Mittel. Das gleiche können wir natürlich auch noch ausgeben. Console.whiteline. Einfach Größe hier eingeben. Nochmal starten. Dann sehen wir hier die 1 für Größe Mittel. So, das auch zum Thema Enums. Ich würde mir gerne nochmal das Thema anschauen. Try Catch, um Fehler zu fangen. Oder Exceptions zu fangen. Exceptions sind dann Ausnahmebedingungen. Wenn ihr zum Beispiel eine Division durch 0 macht, also eine Teilung durch 0, was ja nicht geht, dann wird eine Exception geworfen und die will ich mal kurz fangen mit euch. Das heißt, wir sagen hier unten, wir haben eine int gleich 5 und also in int Zahl gleich 5 und haben eine weitere Zahl int Zahl 2, die ist dann 0. Und wollen über eine console.whiteline, wollen wir dann einfach das Ergebnis davon ausgeben lassen, sagen Zahl durch Zahl 2. Damit dividieren wir 5 durch 0, was nicht möglich ist. Und das Ganze können wir mal ausprobieren. Wir starten und wir sehen, eine unbehandelte Ausnahme wird geworfen. System divide by zero exception. Es wurde versucht durch 0 zu teilen. Das Ganze können wir fangen, indem wir mit einem try-catch-Block arbeiten. Wir sagen 2, er soll erstmal probieren, Zahl 1, also Zahl durch Zahl 2 zu dividieren. Wenn das nicht klappt, fangen wir den Fehler mit Catch. Und zwar machen wir erstmal eine Standard-Exception. Sagen wir hier Exception, geben dem noch einen Namen, zum Beispiel E. Und können dann zum Beispiel mit E.print, mit console.whiteline meine ich, können wir dann E.Message ausgeben, zum Beispiel die Message, die wir bekommen. Wir probieren das nochmal, starten das nochmal. So, dann haben wir nämlich keinen Fehler, der das Programm zum Beenden bringt, sondern hier steht dann, es wurde versucht, euch 0 zu teilen. Und unser Programm bricht nicht ab, sondern gibt nur eine Fehlermeldung. Natürlich können wir auch in der Division, ich weiß gar nicht, wie hieß sie nochmal, Zero, genau, Divide by Zero Exception nur abfangen. Damit fangen wir dann nur die Exception ab, kommt das gleiche hin und andere Exceptions werden dann durchgehen. Das heißt, ihr könnt so viele Exceptions wie ihr wollt abfangen, auch mehrere über verschiedene Catch-Blöcke und somit dann
euer Code versuchen, bei Fehlern, die auftreten können, ihr wisst es auch noch nicht, abzufangen, um dann dafür zu sorgen, dass euer Programm nicht abbricht. Jo, damit sind wir eigentlich am Ende von dem Basic-Tutorial angekommen. Es waren natürlich nicht alle Basics, es war nur ein Kurzdurchlauf. Wenn ihr da euch für mehr interessiert, ich kann immer wieder Udemy empfehlen oder es gibt auch einige YouTube-Tutorials. Aber ansonsten, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist und bis zum nächsten Mal.